Also ich habe ja schon lange überlegt, eine Feenwelt aufzubauen und dann wurde gefragt im Playmobil Collectors Club, ob irgendjemand Interesse hätte, den Funpark auszustellen. Da jetzt gerade aktuell dann die Feenwelt auf den Markt kam, war ich natürlich sofort dabei, weil ich wollte natürlich die Chance nicht vergehen lassen, auch mal den Funpark auszustellen. Das ist als Sammler schon eine kleine Auszeichnung, wenn man dann persönlich hier mal seine Sachen zeigen darf. Viele Sammler sind daran interessiert, auch irgendwo auszustellen. Dann bereitet man zu Hause vor und stöbert dann in seinen Kisten und sucht sich da aus jeder Kiste irgendwas zusammen oder kauft neues Material. Jedes Mal, wenn eine neue Packung aufkommt, untersuchen wir ja immer nach den Kleinteilen, was es Neues an neuen Sachen dabei sind, die man vielleicht für seine eigene Welt nutzen kann. Es gibt ja bestimmt 30, 40 verschiedene Blütenformen und dann da nochmal Farbvariationen. Das kann man eigentlich nicht nachzählen. Ist es ein Vermögen, was da steht eigentlich. Und was an Figuren angeht, ich glaube so ungefähr 30, 40 Feen habe ich aufgebaut und von den Feenkindern sind sicherlich eher so 50, 60 Figuren dabei. Die große Geschichte, die in dem Diorama steckt, ist eigentlich, dass die Feen und alle Blumenkinder sich einmal im Jahr am großen Baum, an ihrem Ursprungsbaum meinetwegen, treffen und sich dort austauschen können über neue Zaubertränke, über irgendwelche Bücher oder irgendwelche Kräuter, die sie herausgefunden haben. Eigentlich möchte man dann nur zeigen, was man sich da für eine Geschichte überlegt hat. Man hat da einfach Spaß dran, einfach die Sachen mal zu zeigen, die man so, was für Ideen man hat und was man da gerne mal aufbauen möchte. Die Geschiedenis, de Bijbelse Geschiedenis van Noach, situeert zich na de vloed. De dieren die uit de ark treden in de verschillende richtingen in het nieuwe land dat ontstaan is. Ja, er zijn zoveel verschillende diersoorten. Al diegenen die ten eerste in mijn collectie aanwezig waren, heb ik eruit gehaald. Er is ook natuurlijk heel wat discussie over het thema, voor- en tegenstanders, in verband met waren er ook dinosaurussen of niet. Zo, ik heb de situatie vanuit het oog van een kind bekeken en alle dieren gebruikt, omdat ze ook kleurrijk zijn en in grote verschillen. Daarom was het interessant om alle soorten van dieren door elkaar te mixen. Het was een hele uitdaging, omdat ik het aquariumstuk dat in het diorama aanwezig is aan de achterzijde, wou ik echt in het diorama brengen. Maar het bracht een enorm probleem vanwege het hoogteverschil. Zo, als je onder water moet nemen, ja, dan zit je met een probleem omdat je de tafel niet kan lager maken. Daarom heb ik het kunnen oplossen met het aquarium aan de achterkant te stellen en daarvoor een bergketen te creëren. Maar dat zijn zo van die dingen die ontstaan terwijl je het opbouwt. Het zijn zoveel mogelijkheden die dat geeft. Vooral met dierenwerken heb ik eigenlijk al heel lang willen zoiets creëren. Die ark is al een idee dat heel lang in mijn gedachten zit. Maar elk jaar brengt Playmobil nieuwe dieren erbij. Nu vond ik eigenlijk het moment gekomen dat er zoveel dieren zijn dat het interessant was om die ark van Noach te maken en vooral met veel dieren te kunnen werken. En ook extra groen, dat zijn zowat de zaken waar ik enorm veel of graag mee werk met Playmobil. Mein Diorama zeigt eine frei erfundene Ritterwelt mit Ritterburg, mit einer Stadt, einem Marktplatz, eine Kirche, kleiner Wald. Der zentrale Schauplatz meines Dioramas ist für mich die Wassermühle, obwohl die ein bisschen außerhalb des Dioramas steht. Aber der Marktplatz ist auch sehr schön. Ich mag die alle Figuren. Sei es Kinderfiguren oder Frauenfiguren, die gehören alle dazu. Also ich habe keine besonderen Lieblingsfiguren. Für meine Burg habe ich nur Original-Playmobil-Teile von den alten Systemen.
Decksystem verwendet, die eigentlich nur von 92, 93 aufwärts gab. Die gibt es schon lange nicht mehr, aber Gott sei Dank gibt es ja wieder vom DS ja wieder einige Teile, die man gut gebrauchen kann als Ersatzteile. Das Besondere, so ein Diorama aufbauen zu können, ist ja, dass man zu Hause eigentlich fast nie Platz hat, um das mal in eins zu sehen, wie das überhaupt wirkt. Man kann zu Hause immer nur kleine Teile zusammenbauen, so stückweise, aber so komplett in eins sehen zu können, das ist schon das Besondere, finde ich, für ein Diorama.